Herzlich willkommen wieder zu Riders of Icarus. In dem Video zeige ich euch, wie man Taslan zähmt, die riesige Spinne am Ende der ersten Zone. Was ihr hier gerade im Bild seht, ist das Shadowbind Tome. Es wird benötigt, um Taslan überhaupt zähmen zu können. Ihr habt mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr geht hin und farmt hier, wie ich jetzt gerade, die Pragin Shamans. Oder aber ihr habt Glück und erhaltet während dieser Questreihe bei den Kultisten, die in der Zone sind, direkt eines dieser Bücher. Taslan ist unter anderem eins der Rare-Mobs. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, um überhaupt an diese Mobs zu kommen. Jeder dieser Mobs hat aber eine bestimmte Vorbestimmung, die man erfüllen müsste. Beim Cold Tusk habe ich euch ja erzählt gehabt, dass man den Boss töten muss. In dem Fall hier muss man ein spezielles Item extra im Inventar haben, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, darauf zu springen. So, ich bin jetzt mal auf dem Weg zu der Spinne und hoffe einfach mal, dass ich kein Pech habe mit den ganzen Aktionen und die Spinne halt mal direkt beim ersten Mal zähmen kann. Ansonsten geht es bei mir direkt wieder ins Bücherfach. So, da ist auch schon Taslan. Ich tue dir jetzt erstmal die ganzen kleinen Mini-Spinnen herum und entferne mich dann erstmal wieder vom Boss. Weil auf die Art kann ich ihn erstmal verhindern, dass ich dann, naja, sag ich jetzt mal, ungewollt hier umgehauen werde. So, jetzt lassen wir den das einmal machen. Ach, Zähne. Hau das Ding mal um. Sehr praktisch ist das Vieh jetzt nicht. So, jetzt bin ich drauf. Und jetzt geht ja das Ganze nochmal zahmlos. Zähmlos. Sorry für die Sprachfehler manchmal. So. Damit habe ich jetzt Taslan erhalten. Ja, was soll man groß dazu sagen? Das ist eine riesige, eklige Spinne, die man als Rare Mob halt sich aneignen kann. So, ich hoffe, euch hat das gefallen. Und ich werde zu den anderen Rare Mobs dann jeweils auch immer noch ein Video machen, wo ihr die Items kriegt und wie dann das Monster selbst gezähmt wird. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.